Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist in die Reschke News am Dienstag mit einem Thema, das die Welt bewegt. Facebook kauft WhatsApp für sage und schreibe 19 Milliarden Dollar. Umgerechnet sind das 14 Milliarden Euro. Jetzt fragt sich jeder, was macht Facebook mit diesen Daten? Diese Unmengen an Daten, die knapp 450 Millionen Nutzer täglich an die Server von heute Facebook abgeben. Das weiß bis jetzt noch keiner. Doch es sieht schlecht aus. Darum habe ich hier mal ein paar Alternativen für euch herausgesucht. Zuallererst habe ich mir mal die App Line ausgesucht. Line Deutschland. Die Apps, wo ich euch jetzt zeigen werde, sind natürlich alle gratis. Die App will durch ihre Sticker überzeugen und die Kunden anlocken. Es gibt viele verschiedene Smileys, wie diese. Oder dieses Männchen. Erhältlich im App Store und im Google Market. Unsere Nummer 2 ist die App Viber, die ihr euch auch unter dem App Store und im Google Market kostenlos herunterladen könnt. Auch gratis. Diese App will auch durch ihre verschiedenen Sticker überzeugen. Sticker wie LOL. Oder auch Thank you. Happy Birthday. Oder auch Yes. Und noch viele mehr. Die Nummer 3 ist Voxer. Kann man auch unterm App Store und unterm Google Market Store kostenlos herunterladen. Diese App sieht so aus. Es gibt hier einen Button für Ton. So, da hat gerade bei mir über Skype einer angerufen. Ich hoffe, das kennt ihr Skype. Kann man sich auch in einem Google Market und in einem App Store kostenlos herunterladen. Dann, was kann Voxer noch? Wir können Bilder verschicken und natürlich schreiben, was ein Messenger so an sich hat. Dann antwortet mir der Computer: Du hast eine tolle Radiostimme. Ein sehr schönes Kompliment. Zu guter Letzt habe ich mir die App Nimbus herausgesucht. Wird so geschrieben: Nimbus. Was kann diese App? Ist auch wie ein Messenger. Man kann Smileys verschicken, die meiner Meinung nach aber sehr billig rüberkommen. Aber das Lustige bei dieser App ist, es gibt Jimmy Testboard und der redet mit ihr.
what do you do in your spare time? So, dann schreibe ich immer, ich mach Videos. Das sagt der, welches Essen magst du? Sehr verständliche Konversation. Hier sind noch vier weitere Messenger und Programme, um untereinander sich zu verständigen. ICQ, Hangouts, Messenger von Facebook und Skype. Das waren die Rashcore News am Dienstag. Danke fürs Zuschauen und hier kommt der Abspann. White, 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 white. Rashcore News.